war schon ein Blick Richtung Sonne bei einem wahnsinnigen Wind. Da hat nichts stillgehalten. So ein Motiv kann man eigentlich nicht nach dem Foto malen. Aber ich habe da oben gestanden. Ich habe das gefühlt. Ich habe den Wind gefühlt. Die beiden Bilder sind eine grobe Erinnerung an das, was ich da erleben durfte. Mit einem alten Aquarellistentrick lasse ich den ins Bild laufen. Als grobe Richtlinie ist in etwa gerade, reicht mir vollkommen aus. Da hinten in der Ferne war Ufer, da war Waldsaum und auch hier kommt der Bleistift nicht zum Einsatz. Es ist vielleicht die Wahrnehmung, gelb gesehen zu haben, aber es ist in erster Linie das Gefühl, ja, wie ist das, wenn die Sonne durch eine extrem düstere Wolke da so durchscheint und den Raum erhellt. Du guckst gar nicht mehr auf deine Vorlage, sondern noch ganz selten, du hast dich eigentlich schon jetzt davon gelöst. Was ich übernehme, ist die Idee des durchbrechenden Lichts und die Dynamik, die hier durch den Wind entstanden ist. Wenn ich nachher dem Bild der Dynamik ansehe, wow, da war Energie hinter, da hat sie die Energie gespürt, dann fängt es an Spaß zu machen, dann fängt es an Malerei zu werden. Hier der Bereich, der ist sehr schön, wenn die Komposition mir hier nach hier unten das Licht öffnet. Also es geht um Spannung zu erzeugen, auch nicht langweilig zu werden. Malst du das ganze Bild nass in nass oder hast du Trocknungsphasen zwischendurch auch? Es ist im Moment bei der Malerei hier jetzt mein Ziel, ist möglichst nass in nass entstehen zu lassen. Ein paar finale Akzente werden mit Sicherheit nach dem Trocknen kommen, aber diese Technik, die ich jetzt anwende, ist eine à la prima Malerei im Aquarell, die davon lebt, dass die Farbe sofort steht und in ausreichender, reichlicher Pigmentmenge auf dem Papier steht, damit es nachher nicht zu blass und zart auftrocknet. Aber es ist mir jetzt noch zu chaotisch, ich brauche eine Verbindung, ich brauche auch jetzt irgendwo ein geführtes Licht. Und in der Phase gehe ich jetzt dann sehr gerne rein und arbeite mit der Sprühflasche. Und wenn am Anfang teilweise das Gefühl war, oh, das war jetzt ein bisschen sehr viel, dann war das auch mit dem Hintergedanken, ich kann mit der Farbe arbeiten, die Farbe arbeiten lassen. Und das ist auch der Grund, warum ich mit losen Blättern arbeite, weil das Blatt arbeitet jetzt für mich. Das ist keine Arbeit, wo man an einem Blatt dann stundenlang rummacht. Dann nimmt man lieber das nächste und versucht, das Gefühl von der Schnelligkeit, die da draußen passiert, ja, mitzunehmen in die eigene Arbeit. Ein Bild, das sich nicht wiederholen lässt, Nein. das sich auch nur teilweise korrigieren lässt, ich kann mir vorstellen, dass viele, die sich das jetzt ansehen, sagen, mein Gott, was gehört dafür ein Mut dazu? Das ist meine Botschaft, auch mit den Gruppen immer wieder zu sagen, traut euch, habt den Mut. Es ist nur ein Blatt Papier, ja? Also in dieser Art von Malerei geht es auch ums Loslassen. Genau. Bisschen.